Gashadokoro sind Geister, die die Form von riesigen Skeletten annehmen und 15 mal größer sind als eine durchschnittliche Person. Angeblich entstehen diese Yokai aus Knochen von Menschen, die verhungert oder auf den Schlachtfeldern verrottet sind. Da viele der Toten kein würdiges Begräbnis erhalten haben, ist es deren Seelen nicht möglich, ins Jenseits weiterzuziehen und sie werden als hungrige und gefährliche Yokai wiedergeboren, die einen ewigen Hass auf die Lebenden hegen. Diese Menschen starben mit Wut und Schmerz in ihren Herzen. Die Energie, die durch ihre Emotionen entstehen, entwickeln sich zu einer mächtigen Kraft. Wenn nun ein riesiger Haufen von Gebeinen dieser verlorenen Seelen nah beieinander liegen, verschmelzen sie miteinander und es entsteht der Gashadokuro. Laut der Legende streift das Riesenskelett in den dunkelsten Stunden der Nacht umher, um Ausschau nach menschlicher Beute zu halten. Sollte der Yokai ein Opfer entdeckt haben, so schleicht es sich lautlos und fast wie unsichtbar hinter es. Dann zerquetscht das Monstrum den Menschen mit seinen riesigen Händen oder beißt ihnen den Kopf ab, um deren Blut zu trinken. Gashadokuro sind viel zu groß und zu mächtig, um besiegt zu werden. Solange die hasserfüllte Energie in ihren Körpern verbleibt, werden sie ewig auf der Jagd nach Menschen sein. Sollte ihr Hunger aber gestillt werden und die Energie und Bosheit völlig ausgebrannt sein, so verschwindet der Yokai einfach. Ich warne dich nur vor, solltest du nachts jemals ein Klingeln in deinen Ohren vernehmen, so besteht die Möglichkeit, dass ein Gashadokuro in deiner Nähe ist.